hier ist ein Lager auf jeden Fall. Hier ist also zu warm auf jeden Fall. Da müssen wir was tun. Was gibt's denn auf der Palme? Vielleicht können wir ja mal schauen, ob wir da was zu essen kriegen. Wir nehmen mal die Kokosnüsse mit. Ich weiß noch nicht so richtig wofür, aber wir nehmen mal die Kokosnüsse mit. Alles klar, Energie ist raus. Wir ziehen es jetzt ein Brot rein. So, und dann tu mal lieber die Kokosnuss. Tu mal lieber die Kokosnuss. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall Kokosnüsse, die wir essen können. Mal gucken, was die uns bringen. Zielregion 300 Meter, 160 Meter. Wir erkunden eine Stufe 25 Insel. Fischschwarm. Okay, mal gucken, was da oben los ist. Hier ist Nest fahren. Jetzt ruckt es gerade ein bisschen. Das liegt aber eher am Spiel. Wahrscheinlich ist das Spiel nachgeladen. Vielleicht auch Netzwerkverbindung nicht so stark gerade. Lass mal kurz einen Moment laden. Palme. Oh. Drei Kokosnüsse. Mach mal ab die. Guck mal, ob die gleich auf den Kopf fallen, ne? Das wäre erst ein Ding. Plong auf den Kopf und dann K.O. Da ist die Energie vollkommen im Sack. So, jetzt wollen wir mal in die Tasche gucken. Irgendwie klingt das hier so, als müssten wir hier gleich was platt machen. Ich will mal schnell schauen, ob ich Kokosnüsse essen kann. Was passiert denn da? Wir haben hier Kokosnuss mit, nö, das ist nicht einfach nur Kokosnuss, Level 25. Roh Level 1, haltbar, Energie 18, Sättigung, Energie, okay. Effekt des vorherigen Essens verschwindet, okay, ist mir jetzt erstmal wurscht. Die lädt sich auf jeden Fall ein bisschen auf, aber dolle ist es nicht, ne? Dolle ist es nicht. Sag mal hier, erstmal in die Richtung. Geh mal hier, 30 Meter. Schlaue Mädels. Oh. Ein Raptor. Jetzt bin ich gespannt. Oh Junge. Ich werde mal den Raptor hier gleich angreifen. Was ist das hier unten? Ein Oviraptor, nicht? Oder? Das ist ein Oviraptor. Und das hier oben ist ein richtiger Raptor. Na, ich greife den mal mit dem Bogen an. Ich kann den aber mit dem Bogen nicht zähmen. Das habe ich noch nicht einmal hingekriegt, ne? Bin ich ausgewichen? Jetzt ziehen wir mal mit drei Pfeilen rein. Ja, das hat auf jeden Fall dem Armtier bitter wehgetan. Aber ich kann ihn nicht zähmen. Ich denke, das liegt daran... Ich weiß nicht, woran es liegt. Nö, ich weiß nicht, woran es liegt. Okay, der kommt gleich wieder. Keine Angst, der kommt wieder. Der haut nicht ab. Das wäre mir neu, dass er den Raptor hier komplett abholt. Ja, der macht einen Konterangriff. Jetzt gucken wir mal. Leder. Fleisch. Den Zahn kann ich noch nicht nehmen. Aber das können wir gleich lernen. Pass mal auf. Das sagt er uns gleich. Pass mal auf. Was muss ich dafür lernen? Fähigkeit anzeigen. Zähne. Ja, hier unten. Komm, Level 3 Punkte rausgehauen dafür. Jetzt können wir hier einen Zahn mitnehmen. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall von dem ersten Raptor schon mal das Leder. Jetzt holen wir uns... Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht können wir es dann auch dahin beamen im schlimmsten Fall. Die sind nämlich eventuell aggro... Siehste? Oh, die sind aggressiv. Ich renne mal raus aus dem Feld und wärme mich jetzt mal gegen den. Ich darf nicht gegen drei gleichzeitig kämpfen. Das ist nämlich ein echtes Problem. Das ist mir letztens schon aus Versehen passiert. Der ist ausgewichen. Weichen wir auch mal aus. Jawohl. Wir machen einen Angriff. Verteidigung ist gestiegen, hast du gesehen? Mach doch mal Angriff. Quest Bogenschießen verbessern. Abgeschlossen. Ja, nice. Okay, den haben wir. Raptor. Das Leder auf jeden Fall wichtig. Fleisch ist vielleicht nicht ganz so, aber das können wir nachher braten. Oder können es unserem jetzigen Oviraptor füttern. Knochen? Wo ist der Zahn? Ich habe da keinen Zahn. Hol dir Level 10 oder höher Beinknochen. Und das geht zum Ablagerplatz zurück. Da wir Leder brauchen, und ich glaube, dass es mit dem zusammenhängt hier, können wir das gleich von hier mitnehmen. Und vielleicht können wir da gleich Lederriemen dann auch draus machen, um uns einen richtigen Bogen zu bauen. Das wäre natürlich eine nice Geschichte. Das war super mit dem Ausweichen. Hat klasse geklappt, hat das. Oh, ach du dickes Ei.
Meine Lebensenergie geht runter. Oh, den greif, muss, greif an, den macht Damage. Alter, hat das wehgetan. Oh, Scheibenkleister. Das muss ich mir erstmal wieder regenerieren. Der hat mich fast umgebracht, du. Okay. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Und ich ziehe mir vielleicht mal schnell. Ich gehe mal ins Wasser und wasche mich mal. Und dann esse ich mal was. Gib mir doch mal vielleicht doch gleich nochmal ein Brot. Oder erstmal eine Kokosnuss. Erstmal eine Kokosnuss. Ja, komm, hau rein. Eine wundervolle, süße Leckerei. Oh Mann, ey, jetzt muss ich erstmal das da oben... Sieht man das eigentlich im Bild? Nö. Jetzt muss ich das da oben erstmal schön machen. Wir werden vielleicht mal was trinken, wenn wir in die Tasche gucken. Wir haben ja hier Wasser auf einem Kokosschalen-Dingsbums, oder? Haben wir das? Haben wir das nicht? Haben wir das oder haben wir es nicht? Hier. Trinken wir mal was. Zu salzig. Na, das war super. Hat ja herausragend geklappt. Okay. Jetzt sehen wir erstmal schön, dass wir hier, was wir an für Debuffs haben. Okay. Hier müssen wir erstmal nicht mehr rein. Wie gibt es in die Zielregion? Dann gehen wir in die nächste Zielregion. Und dann gucken wir nachher mal wegen des Leders. Ich hoffe mal, dass das aufgeht. Ein bisschen was haben wir mitgenommen vom Obi. Obi, tralala. Wo muss ich hin? Nach oben links, nach Nordwesten. Oh ja, hier Tildin kämpft da schon. Ach du dickes Ei. Ich muss hier hin. Na, hier müssen wir uns aber durchkämpfen, Freunde. In der Zirigum bin ich. Ach, noch lange nicht. Noch lange nicht. Komm her, hier Ladeschut. Wir rutschen ein bisschen nach Nordwesten weiter. Alter, bin ich schon wieder Angaben aufnehmen. Das ist schon wieder zu viel. Na, die eine machen wir jetzt noch. Die werden uns gleich umbringen hier. Da muss ich aufpassen. Wenn du hier stirbst, da geht das richtig bitter drauf. Was ist das? Ein verschollenes Paket? Laufschuhe. Ach komm, gib her. Das ist aber schon eine Falle, oder? Okay, wir haben sie gefangen. Wir haben die Schuhe mitgenommen. Die ziehe ich nachher gleich an. Gelb heißt bestimmt Akro. Ach, du dickes Ei. So, jetzt gehen wir mal hier von oben ran. So, zum Ablagerplatz liefern. Das sieht so aus. Hol dir Level 10 Jagd auf Raptor. Okay. Also heißt es, wir gehen mal schnell zurück ins zum Camp. Wir sollten eigentlich alles haben, was wir brauchen. Jetzt gebe ich erstmal ein bisschen was ab und dann schauen wir mal, ob der Plan hier aufgeht. Oder ob wir nochmal da hoch müssen. Weil im Moment sieht es gesundheitstechnisch nicht so gut aus, ne? Das ist der Knochen. Das ist nicht das große Thema. Den haben wir. Des Weiteren, das noch. So, okay. Und jetzt haben wir nur noch eine Sache übrig. Nämlich, bau dir Lederriemen. Und jetzt schauen wir uns das mal hier an. Werkbank. Jetzt komm, lass uns mal herstellen ein paar Lederriemen. Jetzt bin ich gespannt. Materialverarbeitung. Lederriemen. Genau, wir haben ja Leder fünfmal. Ich kann, genau, fünf Stück. Lass mal fünf Lederriemen machen. Die können wir erstmal wegbringen. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht doch jetzt noch damit eine richtig schöne Level 15 Geschichte machen können. Was nur? So. Und uns einen richtigen Bogen bauen. Ach, guck mal, das ist schön. Hier erstmal den in Lederriemen abgeben. Aber ich, du siehst, du richtig doll an Geld komme ich hier nicht, ne? Okay, jetzt versuchen wir es nochmal herstellen. Jetzt gucken wir nochmal. Riemenverlängerung. Drei Stück kann ich aus Level 23 hier herstellen. Wir machen jetzt mal zwei. Und ich hoffe... Warte mal, das sind normale Riemen. Ich brauche Riemen... Doch, ich brauche Riemenverlängerung, genau. Jetzt wollen wir nochmal gucken. Ich mache da zwei Riemen rein. Bitte, bitte, bitte. Was kommt da raus? Level 23. Level 23 Lederriemen hergestellt. Jetzt aber, komm. Was haben wir jetzt? Jetzt gucken wir nochmal rein. Waffe. Herkömmlicher Bogen. Automatisch auffüllen. Und es, jetzt fehlt es nur noch an Seilen. Ach komm. Oh, das heißt, Länge macht zwar falsch.
Ach komm, Seile. Also wenn wir jetzt keine Seile mehr hinkriegen, dann will sie auch nicht herstellen. Material, Seil, komm. Ach komm, jetzt braucht der Riemen. Seile machen wir jetzt, komm. Dann gehen wir hier irgendwo. Nest fahren. Kann man da Stängel rausholen? Knospen und große Blätter. Irgendwo hier ist doch Schilf, oder? Nest fahren. Nest fahren. Ist das hier Schilf? Das ist ein Himbeer, ne? Das ist auf jeden Fall Farn. Nee, ich brauche Schilf. Oder sowas in der Nähe, in der Richtung. Ich gehe jetzt nicht nach Hause, um so einen blöden Mist da ranzuholen. Stängel oder? Ja, große Blätter reichen noch nicht, oder? Dann gucken wir mal, ob wir Seile auch aus Blättern machen können. Könnte ja auch sein, ne? Auf jeden Fall haben wir große Blätter. Wir gucken mal, herstellen. Seile. Da brauchen wir Riemen für. Also Riemen. Nee, ich brauche nicht Lederriemen. Bündel. Wir machen mal Bündel. Aus den Blättern. Ich glaube, da kommen wir auch an Riemen. Laubbündel. Die Erschöpfung geht schon runter. So, herstellen. Jetzt haben wir Bündel. Lederriemen. Jetzt komm. Gucken wir nochmal. Ob der aus den Bündeln schon, mit den Bündeln schon was anfangen kann. Sonst müssen wir jetzt echt noch Seile holen irgendwo. Echt, das ist doch ein Witz. Wo ist denn jetzt die Werkbank? Hier ist die. Seile? Ey, willst du mich trollen? Tatsächlich. Verwende Seil zur Herstellung. Seil herstellen. Nee, ich werde bestimmt nicht Riemen herstellen. Und vor allem, ich bräuchte ja mehrere Seile. Wie macht man denn Riemen? Macht man aus Sammelstängel oder Wurzel vom Himbeerstrauch? Also Wurzeln oder Stängel? Ach komm. Wir machen jetzt mal, wir müssen noch ein paar Riemen bauen, sonst geht das hier nämlich nach unten los. Dann nehmen wir ihn vom Nest fahren. Können wir von da die, da können wir keine Wurzel abbauen. Alter, jetzt hört doch auf, gibt's hier keine Stängelsachen oder was? Fischschwarm brauche ich nicht. Nest fahren. Hat er keine Wurzeln? Hat auch keine Wurzeln. Ach komm, das fällt's doch nicht. Federbaum, deine Wurzel? Ja. Die hat er. Kriege ich immer Durango-Nachrichten auf meine Uhr? Ja. Ich habe immer Angst, dass irgendwie was passiert hier. Meine Frau mir eine Nachricht schreibt aus dem Bett. Sowas wie, zockst du schon wieder? Bist du jeden Tag nur am Zocken? Lalalala, lalalala. Ich versuch's mal mit diesen Wurzeln hier. Ich guck mal, ob das damit geht. Zack. Herstellen. Das war falsch. Meine Maus ist nicht so die beste, Freunde. Herstellen. Seil. Herstellen. Jawohl. So, sag mal erstmal, bitte, mach jetzt nicht die Lederriemen, die ich nachher noch brauche, kaputt, ey. Junge, das wäre ein Ding. Ich würde hier nicht mehr fertig werden, ey. Sag mal Seile. Jetzt gehen wir zu der blöden Werkbank und dann haben wir das Tagesziel auch erreicht, wenn das jetzt was wird. Was ist hier passiert? Golden King. Habe ich gestellt. Okay. Dann hauen wir jetzt den Bomben-LP noch raus. Bomben-LP, nimm mir das nicht übel. Solltest du das später mal irgendwann sehen. Ja, du bist nicht aus dem Clan geflogen, weil ich dich nicht leiden kann, sondern tatsächlich wegen der am längsten nicht vorhandenen Anwesenheit muss ich dich erstmal rausschmeißen, hinauswerfen, zack, und dann den Gold King an. Level 43, Freunde, was ist das für ein Kunde? Ist das übertrieben? Hat der keine Freizeit? Zockt der den ganzen Tag? Ich glaub's alles fast nicht. Irgendwie kann man hier unten aufs Mikrofon klingen, da kann man reden, theoretisch, aber ob das funktioniert, kein Mensch weiß das.
Müssen wir mal schauen, Sprachnachricht irgendwann mal machen. Das, komm, jetzt sind wir gleich da. Dann blinkt ja auch, das Lager blinkt ja da auch gelb. Hier, komm. Gehen wir mal in die Werkbank ran. Herstellen, jetzt aber komm. Waffe, herkömmlicher Bogen, herstellen. Bitte, bitte, alles da, jetzt bin ich gespannt. Alles da, komm. Ich hab einen herstellen. Ich hab einen richtig herkömmlichen Bogen hergestellt. Jetzt gucken wir uns das auch mal an. Das war der falsche Knopf. Was steht hier jetzt in der Tasche da? Hier unten. Level 23 Holzbogen. Den machen wir eben automatisch sortieren. Achso, jetzt ist er ganz oben gelandet, glaube ich. Level 23 Holzbogen. Hier steht nicht weiter da, ne? Ich brauche Stufe 15, die bin ich. Angriff 80, Genauigkeit 91. Ich leg den mal an und suche mal den anderen Bogen. Wo ist denn der andere Bogen? Bretter. Hier ist der andere, Level 13. Der hat 66 und hier 59. Also, wir haben auf jeden Fall einen besseren Bogen jetzt am Start. Nice, bin gespannt. Wird man das dann merken? Ja, mal sehen im nächsten Völkchen, weil jetzt müssen wir uns erstmal reparieren. Ich setze mich jetzt hier irgendwo an den Ofen. Kann ich mich am Ofen regenerieren? Kann ich nicht. Ich werde jetzt auch hier keine irgendwas annehmen, weil es nicht springt. Da bin ich gleich tot. Ich kann mich aber hier gut ausruhend hinsetzen. So, und jetzt kann man den hier, genau, erstmal heilen lassen, das da unten runtergehen lassen und. Ihr seht das jetzt, auch das Heilen, das geht so ultra schnell. Da ist man gleich direkt begeistert. Was passiert hier? Aufgaben, wir haben noch erledigt. Das haben wir erledigt. Das haben wir auch erledigt. Und wir haben tägliche Schlachten erledigt. Wir müssen noch Oviraptoren killen. Die normale Raptoren. Jetzt weiß ich, was letztens gemeint haben, die Jungs. Man könnte doch einen normalen Raptor zähmen. Der ist besser als der Oviraptor. Bogenschießen haben wir verbessert. Dann stelle das einmal her. Erreiche Charakterstufe 30. Haben wir also auch geschafft schon. Kochen haben wir verbessert. Sammeln haben wir auch verbessert. Okay. Hier gibt es auch weitere Zählpunkte. Und jetzt schauen wir mal, ob es bei Fähigkeiten was gibt, was man genau Forschung. Wo ist die? Hier. Bei Schlachten. Also, der wird immer größer, nicht wahr? Warum machst du sie nicht ein bisschen übersichtlicher, indem du dich anderen Pionieren auf einzelnen Inseln anschließt? Ah. Okay, das können wir machen. Zivilisierte Insel. Jetzt können wir erstmal hier. Erforschung von Schlachten beginnen. Ja, bitte. Das machen wir. Verteidigung. Was ist denn... Das können wir auch später mal machen. Nächstes Mal. Hier unten bei Verteidigung seht ihr aktuell, da bin ich gar nicht so vorangekommen. Da müsste ich mehr ausweichen. Naja, gut. Ja, hier können wir nichts machen. Später. So, jetzt, Freunde. Hier sieht's irgendwie... Och, wir sind gesund. Guck mal, hier gerade mal 10 Minuten gesessen. Ich log mich jetzt aus. Ich bin für heute raus. Ich gucke jetzt noch, ob ich das Video gleich noch kopiert kriege. Der Tag ist noch relativ jung. Dann checken wir das. Und ich danke euch fürs Dasein. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir schön gesund. Haut rein und tschüss.